wollten erstmal unsere Hausaufgaben machen. Ich denke, da war noch ein bisschen was offen von dem Gladbach-Spiel. Hat das eine Rolle gespielt, das Hinspiel? Ja, man verliert natürlich ungern zu Hause 3:0 und das war auch nicht ganz verdient gewesen damals und deshalb hat man das noch ein bisschen im Hinterkopf. Aber wir wollten unser Spiel gewinnen heute. Ich denke, so hat man auch die ersten 20, 30 Minuten gesehen von uns, wie wir aufgelaufen sind und das hat man gemerkt. Und ja, wir hätten vielleicht das ein oder andere Tor gerade in den ersten 20, 30 Minuten mehr erzielen können. Aber jetzt sind wir mit dem 5:1 natürlich vollkommen zufrieden. Was hat insgesamt aus Ihrer Sicht den Ausschlag für die Bayern gegeben? Ja, dass wir auch von Anfang an mutig gespielt haben. Wir haben ballsicher gespielt, wir haben den Ball gut zirkulieren lassen und haben so das Spiel nach vorne dann fortgesetzt und dadurch haben wir uns die Chancen kreiert. Lassen die Bayern sich jetzt noch aufhalten auf dem Weg zum Titel? Ja, noch sind wir ja nicht Erster. Nö, aber sie sind ja auf einem sehr, sehr guten Weg. Ja, wir sind haben 9 Punkte aufgeholt. Okay, aber wir haben ja gesehen, dass in der Saison vieles möglich ist. Deshalb müssen wir ruhig bleiben. Wir sind, also Dortmund ist die ganze Saison ruhig geblieben mit irgendwelchen Aussagen und wir bleiben auch ruhig mit Aussagen. Und dementsprechend müssen wir einfach schauen, dass wir sportlich alles geben dafür, dass wir Meister werden. Dankeschön.